Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es am Titel schon erkannt, es ist endlich Zeit für meinen Lesemonat August, den ich euch jetzt mit Stolz zeigen werde. Die Statistik verlinke ich euch einmal hier oben, falls euch das interessiert. Ansonsten sage ich nochmal kurz, dass ich 9 Bücher gelesen habe und ein Buch angefangen habe. Das angefangene Buch ist sogar auf Englisch. Und ich würde sagen, wir starten sofort los mit den ersten Büchern. Ich muss auch nicht viel erklären, denke ich. Ihr wisst, dass ich momentan nicht so viel Zeit habe. Das war ja letzten Monat auch schon der Fall, deshalb ist es ein bisschen weniger, aber ich bin sehr zufrieden damit und hätte auch nicht gedacht, dass es noch so viel wird. Als erstes habe ich hier Was andere Menschen Liebe nennen von David Levithan und Andrea Krämer. Dieses Buch habe ich gegen Anfang des Monats gelesen. Ich habe dafür auch gar nicht so lange gebraucht, was wahrscheinlich noch daran lag, dass ich gerade so noch Ferien hatte. Es handelt von dem 16-jährigen Steven, der unsichtbar ist und plötzlich zieht nebenan Elisabeth ein, die ihn allerdings als einziger Mensch auf der ganzen Welt sehen kann. Okay, das war ein komischer Satz. Sie sieht ihn als einzige Person auf der ganzen Welt und möchte ihm jetzt irgendwie helfen, diesen Fluch zu bannen. Wie sich herausstellt, ist Steven verflucht und deshalb kann ihn keiner sehen. Und das Ganze verrät der Klappentext allerdings nicht so wirklich. Deshalb war ich sehr überrascht vom Inhalt dieses Buches. Und gerade von David Levithan habe ich sowas eigentlich gar nicht erwartet. Eine Rezension dazu gibt es übrigens auch, die verlinke ich euch hier oben. Und ja, mir hat das Buch aber sonst wirklich gut gefallen. Ich fand den Schreibstil sehr, sehr schön, also sowohl von David Levithan als auch den von Andrea Krämer. Von der Handlung her hat mir das relativ gut gefallen. Es gab zwar einen Teil, an dem ich dachte, nein, ich möchte nicht, dass es so weitergeht. Aber ich war dann im Grunde doch sehr zufrieden mit der Geschichte und gebe diesem Buch 4 Sterne. Ein Buch, das ich Anfang August angefangen habe, allerdings den ganzen August dran gelesen habe, ist The Hate U Give von Angie Thomas. Und ich habe nicht da so lange daran gelesen, weil ich nicht wollte, dass es endet, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mich langsam um Seite für Seite durchquälen müssen, weil ich es so, so schlecht fand. Ich kann sagen, ohne dabei irgendjemanden damit zu beleidigen, dass ich dieses Buch absolut scheiße finde und mir das auch irgendwie echt leid tut, weil in Amerika wird dieses Buch mega gehypt und auch hier in Deutschland habe ich schon viele Leute gesehen, die es einfach genial finden, aber es ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Das erste Kapitel war schon so vom Schreibstil, dachte ich mir, naja, nee. Das zweite Kapitel war spannend, hatte allerdings auch nur 5 Seiten und danach war das ganze Buch einfach nur noch totaler Müll und was weiß ich nicht alles, war einfach nur total dämlich. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass es in diesem Buch um Star geht, dessen bester Freund erschossen wird und sie sieht dabei zu. Und dann soll es im Endeffekt darum gehen, wie sie den Schmerz verarbeitet, aber ich finde das nicht gut. Also das liegt nicht nur daran, dass Star einfach die dickköpfigste Protagonistin ist, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist nicht auszuhalten, wirklich. Ich kann die Protagonistin bis auf den Tod nicht ausstehen. Ich wollte das Buch mehrmals aus dem Fenster werfen beim Lesen. Das liegt wirklich nicht an der Protagonistin, es liegt auch einfach am Schreibstil und generell an dem ganzen Setting. Mir gefällt nicht mal die Atmosphäre in diesem Buch und ich habe mich auch nicht wohlgefühlt beim Lesen, einfach weil es mir nicht gefallen hat und das von vorne bis hinten. Und deshalb kann ich nicht anders, als diesem Buch nur einen Stern zu geben. Ich würde es auch echt nicht empfehlen zu lesen, weil es ein Buch ist, das man meiner Meinung nach einfach nicht braucht. Und ja, leider hat mir das überhaupt nicht gefallen. Eine Rezension dazu wird allerdings noch folgen, da erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer. Und fühlt euch bitte nicht angegriffen, das ist nur meine persönliche Meinung und ihr müsst das ja nicht genauso sehen. The Hate U Give habe ich übrigens mit Eric zusammen gelesen. Ich verlinke euch seinen Kanal mal unten in der Infobox und wir fanden es beide einfach nur schlecht. Und ich glaube, wir finden beide, dass es bisher unser Jahresflop ist. Dann habe ich ein Buch zusammen mit dem lieben Paul gelesen, von Ich zwischen den Zeilen auf Instagram, auch ihn verlinke ich unten. Und zwar ist das Kieselsommer von Annika Bär. Auf dieses Buch habe ich mich ja schon sehr gefreut. Noch das war ein Rezensionsexemplar und dazu gibt es auch eine Rezension. Die verlinke ich euch ebenfalls hier oben. Und ja, dieses Buch handelt von Tilda und Ella, die das erste Mal gemeinsam zusammen Urlaub machen. Die beiden sind 16 Jahre alt und ja, erleben dann so einen kleinen Sommerurlaub, in dem sie Metz kennenlernen und eine von beiden, ich weiß gar nicht mehr welche, verliebt sich in Metz, was die andere der beiden dann eben nicht so toll findet. Und was genau passiert, müsst ihr selber lesen. Ich kann euch sagen, dass dieses Buch ein sehr, sehr schönes Kinderbuch ist, wie ich finde. Allerdings jetzt schon für mein Alter nicht mehr so toll ist. Also ich bin jetzt 15 geworden, mir hat es nicht mehr so gut gefallen. Was mir gut gefallen hat, ist der Schreibstil. Man konnte sehr, sehr schnell durch die Seiten fliegen. Ich glaube, ich habe für 100 Seiten 40 Minuten gebraucht und das ist echt wenig. Ja, sonst von der Story her fand ich es nicht so toll, muss ich leider sagen, die Hauptpersonen haben mir auch nicht so gefallen. Dennoch gebe ich diesem Buch 3 Sterne und wie gesagt, schaut gerne bei der Rezension vorbei. In einem Lesemonat mit einem absoluten Flop gibt es meistens auch ein absolutes Top, jedenfalls ist das bei mir so.
Und diesmal war ich wirklich mega überzeugt von Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Auch das habe ich gemeinsam mit dem lieben Eric gelesen und ich habe leider auch relativ lang dafür gebraucht, einfach weil ich keine Zeit hatte. Ich habe gefühlt den ganzen Monat nichts gelesen, das ist echt schrecklich. Wir haben uns entschlossen, dieses Buch zusammen zu lesen, weil Eric das noch nicht gelesen hatte und ich habe das zwar schon mal gelesen, aber kann mich auch nicht mehr so genau an die Story erinnern. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich dieses Buch angefangen habe und mir so dachte, was ist das? Weil ich einfach echt nichts mehr wusste von der Story, das ist schon echt krass. Also ich war mega überrascht, mir war alles neu, ich wusste noch, wie die Personen heißen und ich wusste auch so im Groben, wie das Buch anfängt, aber danach nichts mehr. Und deshalb war es für mich eigentlich auch so, als lese ich dieses Buch zum ersten Mal. Ich habe es gereadet, allerdings fühlt es sich nicht so an, als hätte ich es gereadet. Und deshalb zähle ich es auch zu meinen Monatshighlights dieses Jahr, obwohl ich normalerweise Rereads nicht dazu zähle, weil man die ja schon mal gelesen hat und die dann in dem Fall eigentlich schon mal ein Monatshighlight waren. Aber bei diesem Buch habe ich das jetzt mal gemacht. Hier geht es um Mare, die in einer Welt lebt, in der es Rote und Silberne gibt. Rote sind ganz normale Menschen mit rotem Blut und Silberne sind sozusagen Mutationen, die besondere Fähigkeiten haben. Allerdings herrschen die Silbernen in der Welt und die Roten werden als Arbeiter eingesetzt und eigentlich so auf die unterste Schicht gestellt. Mare ist eben eine von den Roten, allerdings entwickelt sie plötzlich auch Fähigkeiten und kommt irgendwie in den Palast, indem sie mithilft, eine Rebellion aufzubauen aus Roten. Aber was genau da passiert, müsst ihr dann selber lesen. Der dritte Band ist ja jetzt erschienen, Goldener Käfig heißt der. Und ich habe den zweiten Band auch schon hier oben stehen, den seht ihr vielleicht. Auf jeden Fall lesen wir den zweiten Band dann auch zusammen, weil es hat mir super gut gefallen und Eric auch. Es ist einfach locker leicht zu lesen, es ist spannend, es ist ein bisschen brutal. Es ist eine kleine Liebesgeschichte mit drin, es ist einfach so ein Mix aus allem und eine sehr gute Dystopie, wie ich finde. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt auf den zweiten Band und freue mich dann schon sehr drauf, den zu lesen. Das nächste Buch habe ich auch wieder über den ganzen Monat gelesen. Ich habe es Anfang des Monats begonnen. Und dann eigentlich bis zum 31.08. gelesen. Und zwar ist das Armani, Rebellen des Sandes von Alvin Hamilton. Dieses Buch habe ich mit der lieben Janina von Janinchen Loves und mit dem lieben Marius von Booknator. Ich verlinke euch die beiden auch unten in der Infobox. Am Anfang des Buches fand ich es ganz okay. Dann kam allerdings so nach den ersten 50 Seiten so dieser Punkt, ab dem ich keine Lust mehr hatte weiterzulesen, weil es irgendwie langweilig war. Dann war im Endeffekt der ganze Mittelteil hat sich gezogen wie Kaugummi und ich konnte die Story nicht wirklich nachvollziehen. Und im Endeffekt ist es jetzt so ausgegangen, dass das Ende so krass geil war, dass ich unbedingt den zweiten Band lesen möchte. Und den bekomme ich dann auch als Rezensionsexemplar, der erscheint nämlich jetzt im September. Wir lesen den zweiten Band dann auch wieder zusammen. Ich finde den Schreibstil ganz okay, es ist nicht ganz so mein Schreibstil. Protagonistin kann ich irgendwie nicht einschätzen, ob ich die mag oder nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man bekommt von ihr gar nichts mit. Und das auf einem 350-Seiten-Buch ist, naja, irgendwie traurig. Es geht übrigens um Armani, die die beste Schützin bei sich ist und sich immer als Junge verkleidet. Gemeinsam mit ihrem besten Freund muss sie dann allerdings in die Wüste fliehen. Und plötzlich steckt sie in einer Rebellion. Und das ist, wie ich finde, ein Buch, das man hätte einkürzen können. Aber es bildet eine gute Grundlage für eine Dystopie. Deshalb bin ich auch schon sehr gespannt auf den zweiten Band. Und hier sind tatsächlich noch 3 Sterne rausgesprungen zum Ende. Ich wollte dem Buch erst 3,5 Sterne geben. Aber wenn ich mir dann andere Bücher ansehe, die ich bewertet habe, finde ich, dass es dann doch zu viel ist. Und deshalb 3 Sterne mit sehr viel Luft nach oben. Und ich denke wirklich, dass der zweite Band besser werden kann. Übrigens hat mir auch der Schreibstil gegen Ende des Buches viel, viel besser gefallen. Und ich hoffe auch, dass die Autorin... Ist es eine Autorin? Ja, es ist eine Autorin, ich war mir gerade nicht sicher, das im zweiten Band besser umsetzen konnte. Und ich bin auch sehr gespannt, wie viele Teile die Reihe haben wird. Das weiß ich nämlich gar nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. So, dann habe ich hier noch 2 Manga, die ich auch schon rezensiert habe. Und zwar waren das meine ersten beiden Manga-Rezensionen zu Rainbow Days 1 und Rainbow Days 2 von Minami Misuno oder wie auch immer ihr Name ausgesprochen wird. In Rainbow Days geht es im Grunde um eine Gruppe Jungs bzw. 4 Freunde, die alle so ein bisschen Probleme mit dem Liebesleben haben. Und im ersten Band betrachten wir den Protagonist Natsuki, der von seiner Freundin an Heiligabend oder beziehungsweise an Weihnachten. In Rainbow Days geht es im Grunde um eine Gruppe Jungs bzw. 4 Freunde, die alle so ein bisschen Probleme mit dem Liebesleben haben. Und im ersten Band betrachten wir den Protagonist Natsuki, der von seiner Freundin an Heiligabend oder beziehungsweise an Weihnachten abgewiesen wird und ihr eigentlich einen Schal schenken wollte, den er nun wahllos an irgendeine Fremde auf
dem Weg schenkt. Und diese trifft er dann in der Schule wieder und sie trägt den Schal. Und nun fragt er sich natürlich, wieso sie das tut und möchte sie besser kennenlernen. Und im zweiten Band geht es dann eher um einen Freund von Natsuki. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ihr seht es auch auf den Covers, es sind zwei verschiedene Personen. Aber da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, falls euch das interessiert. Solltet ihr die Reihe selber lesen. Die ersten beiden Bände fand ich auf jeden Fall richtig gut. Dem ersten Band habe ich 4 Sterne gegeben, dem zweiten Band habe ich 3,5 Sterne gegeben. Wieso erfahrt ihr dann nochmal genauer in der Rezension. Aber ich kann euch diese beiden Manga auf jeden Fall empfehlen. Wie viele Reihe die Bände hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, bisher gibt es 7 Bände. Aber ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, ich bin mir echt nicht sicher. Dann habe ich ein weiteres Rezensionsexemplar gelesen, nämlich Walk My Soul von Jamie Shaw. Das ist der dritte Band der The Last Ones to Know Reihe. Es geht um die Personen Kit und Sean. Sean ist der Gitarrist der Band. Auf jeden Fall fand ich den Schreibstil wieder super gut. Ich mag diese Geschichte einfach sehr. Ich mag die Reihe sehr. Ich mag auch Kit als Protagonistin sehr. Sie hat so ein bisschen Witz und so ein bisschen Biss. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich finde, Sean und sie passen dann im Endeffekt auch richtig gut zusammen. Was ich richtig toll fand, ist, dass die Geschichte auf einer sehr langsamen Basis beginnt. Also es ist die ganze Zeit nur so ein kleines Flimmern von Liebe, sage ich mal, und bleibt aber die ganze Zeit so auf einer Linie und dann geht es irgendwann so ganz, ganz langsam hoch. Das dann so ab Seite 200. Also die Geschichte lässt sich wirklich erstmal Zeit, ehe da wirklich mal was passiert. Und das finde ich super, super toll. Das hat mir super gut gefallen. Auch hierzu wird bald noch eine Rezension folgen. Bis diese Rezension online ist, könnt ihr euch ja mal die Rezension zum ersten und oder zweiten Band ansehen. Diese sind auch beide komplett spoilerfrei. Und das letzte Buch, das ich komplett gelesen habe in diesem Monat, ist ein Buch von zwei Autoren, die ich sehr gerne mag, die unter zwei Pseudonymen schreiben. Und das eine Pseudonym von den beiden lautet Anna Pfeffer. Und unter diesem Namen haben sie jetzt Ende August ein neues Buch rausgebracht, nämlich New York zu verschenken. Dieses Buch ist ein Chatroman zwischen Lip und Anton. Anton und seine Freundin Olivia haben nämlich Schluss gemacht. Allerdings hatte Anton eine New York-Reise geplant. Und da jetzt Olivia abgesprungen ist, sucht er eine neue Olivia, die ebenfalls Olivia Lindmann heißt und stößt dabei eben auf Liv. Die beiden fangen an miteinander zu schreiben und Liv möchte irgendwie so ein bisschen verdeckt bleiben. Und was genau dann zwischen den beiden so geschrieben wird, das erfahrt ihr in diesem Buch. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich musste ein paar Mal sehr lachen, was man an diesen Zetteln hier sieht. Und ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Man kann es sehr, sehr schnell weglesen. Gerade auch, weil eben alles in Chatform geschrieben ist, das müsst ihr euch so vorstellen. Wie gesagt, mag ich Carmen und Uli auch sehr gerne. Vom Schreibstil konnte man nicht so viel mitbekommen. Lustigerweise auch nicht so viel von den Personen. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch hier bei der Rezension vorbeischauen. Und ich glaube, mittlerweile ist alles unten in der Infobox verlinkt, weil ich hier oben nichts mehr verlinken kann. Deshalb schaut einfach unten in der Infobox vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall alle Rezensionen, die ich jetzt nicht über das i verlinken konnte. Und ja, mir hat das Buch auch wirklich sehr gut gefallen. Ich gebe dem Ganzen 4 Sterne und freue mich schon sehr auf weitere Bücher von Carmen und Uli. Da habe ich übrigens auch noch ein E-Book von den beiden da, das ich dann sicherlich ganz bald lesen werde. Und zu guter Letzt zeige ich euch mal noch das Buch, das ich angefangen habe. Und zwar ist das ein englisches Buch, nämlich eines meiner Lieblingsbücher, We Were Liars von E. Lockhart. Das ist die englische Deluxe Edition und die ist so, 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 so wunderschön. Ihr habt den Neuzugängen bestimmt schon gesehen. Ich liebe diese Ausgabe einfach und bin momentan auf Seite 58 bei Teil 3, also Kapitel 23. Ihr seht hier, das Lesezeichen ist also noch nicht so, so mega weit, aber ich finde es bisher auf Englisch super schön und finde es echt schade, dass ich nicht so oft dazu komme, das auf Englisch weiterzulesen, weil ich es, wie gesagt, echt super finde. Und damit war es das auch von meinem Lesemonat. Schreibt mir gerne, was ihr so gelesen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Lesen und tschüss.